Der Endspurt in Liga 3 und was erwartete uns in Braunschweig für ein heißes Duell? Die Eintracht empfing den ersten FC Magdeburg vor ausverkauftem Haus. Mehr als 23.300 Fans waren da. Die Mannschaft von Christian Tietz nach der Aufstiegsfeierei ohne Barisch Artig zumindest auf dem Platz angereist. Knöchelprobleme. Der Topscorer der Liga war zum Zuschauen verdammt. Der erste FC Magdeburg versprach aber, sich trotz sicherem Aufstieg und sicherer Meisterschaft reinzuhängen. Und das merkte man auch. Nach einer halben Stunde der Ball im Tor, Schulers Treffer, aber zurückgenommen von FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert. Dieser Rempler war zu viel des Guten für den Unparteiischen. Der FCM war die bessere Mannschaft im ersten Durchgang. Das Team von Michael Schiele nach 3 Siegen in Folge vielleicht nicht mutig genug. Kurz vor der Pause, aber mit einem guten Konter und auch etwas Glück. Henning gegen Andreas Müller und das war ein Foulspiel. Und Schiedsrichter Siebert entschied korrekterweise auf Strafstoß für die Braunschweiger Löwen. Leon Lauberbach übernahm die Sache, der Stürmer mit 10 Saisontoren. Und jetzt ganz viel Druck. Und dem war er nicht gewachsen. Reimann ahnte die Ecke und verhinderte das 1-0 für die Braunschweiger. Gut pariert, aber auch nicht sonderlich toll geschossen vom Mittelstürmer, der Löwen. Ja, aber Schiele merkte, diese Aktion war gut für uns. Und kurz vor der Pause hatten sie noch eine. Und zwar durch Krause. Sein Schlenzer entschärft wieder von Reimann. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte Braunschweig nochmal auf. Es blieb aber beim 0:0 nach 45 Minuten. Die Stimmung fantastisch. Auch weil 2300 Magdeburger mit dabei waren. Und im zweiten Durchgang sollten sie richtig was geboten bekommen. 4 Minuten nach Wiederbeginn. Das 1:0 für Braunschweig. Yannis Nicolaou. Und das Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße, ein Tor los. Drittes Saisontor für den defensiven Mittelfeldspieler, der sich da energisch durchsetzte. Reimann blieb auf der Linie kleben, war dann chancenlos. Braunschweig legte vor und war zu diesem Zeitpunkt auf Platz 2. Magdeburg mit Quarteng mittlerweile im Spiel und Tobias Müller nach 59 Minuten die Chance zum 1:1 und Fesic merkte, oh, da war plötzlich ganz viel Platz und sein Abschlag war perfekt für Leon Lauberbach und der machte seinen Fehlschuss wieder gut. 59. Spielminute, das 2:0 durch den Stürmer in der ersten Halbzeit den Elfmeter verballert. Das musst du erstmal wegstecken und so steckte Leon Lauberbach das weg. Nach einer guten Stunde Spielzeit, Eintracht Braunschweig auf Kurs, 3 Punkte. Aber der FCM, er bewies fantastische Moral. Und die Einstellung stimmte von hinten bis vorn. Sie wollten sich mit dem Ergebnis nicht zufrieden geben. Ito schnibitzte Marx den Ball. Und dann Müller und dann Cheka. Keine 2 Minuten nach dem 2:0 war wieder Spannung drin. Jason Cheka mit seinem 10. Saisontreffer nicht im Abseits. Das hob Berrett auf und es wurde richtig prickelnd. Schiele am Anschlag, auch Christian Tietz am Anschlag. Viele Emotionen waren dabei und noch eine ganz, ganz heiße Szene. 72. Spielminute, Braunschweig zog sich zurück. Magdeburg wollte das 2:2 und Cheka fand die Lücke. Schuler, Marx, Fesic, Brünker, der Ball im Tor und Siebert, der gab den Treffer. Aber dann musste erstmal viel behandelt werden. Schuler und Marx rauschten in den Keeper rein und Schulers linker Fuß. Hier erwischte auch den Braunschweiger Keeper, aber der Fuß von Fesic erwischte Schuler schwer im Gesicht. Minutenlange Behandlungspausen und dann eine Schiedsrichterentscheidung, die Christian Tietz so nicht verstand. Denn Siebert nahm den Treffer zurück. Schuler konnte weitermachen, aber es blieb beim 2:1. Er entschied auf Stürmerfoul, der Schiedsrichter aus Berlin. Nachspielzeit. Noch eine Aktion für Magdeburg, aber der Kopfball von Quarteng nicht gut genug. Was für eine irre zweite Halbzeit. Und am Ende ein glücklicher 2:1-Sieg für Michael Schiele und die Eintracht. Sie klettern auf Rang 2. Wir wussten vor dem Spieltag, dass wir 3 Siege brauchen werden und jetzt brauchen wir noch 2 und von daher ist noch gar nichts entschieden. Aber ich hoffe, dass wir diese Emotion von den Fans heute und diese Stimmung einfach mitnehmen können. Weil wir haben versucht, Fußball zu spielen und wenn wir dann
Und hier, ich weiß, wir sind durch, aber wenn heute der Tag gewesen wäre und was gegangen wäre, wäre es gefährlich geworden. Braunschweig hat ein Spiel mehr als der erste FC Kaiserslautern. Der Aufstieg ist fest in der eigenen Hand. Meppen und Viktoria Köln heißen die letzten beiden Aufgaben. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.